Wir verlassen die karge Landschaft an der Küste und fahren quer durch Argentinien an den Fuß der Anden zurück. Wir haben die Route 3 verlassen und sind im Herzen von Argentinien unterwegs. Vorbei an Stauseen, tollen Tälern und finden wieder schöne Stellplätze an Flüssen. Die Landschaft ist durchzogen von großen Canyons und bizarren Felsmassiven, die zum Drohnenfliegen einladen. Auf halber Strecke machen wir Halt an einem wunderschönen Canyon und legen 2 Wandertage ein. Thank you.
im Canyon nisten viele Kondore. Leider aber so hoch, dass wir keine wirklich scharfen Aufnahmen schießen konnten. Wir sind wieder auf der Route 40 und fahren entlang der sieben Seen. Die Straße ist gesäumt von endlosen Brombeerbüschen, die uns dazu verleiten, eine große Schale zu pflücken. Auf der Strecke liegt das Anwesen von Claudia und Klaus von abgefahren.de. Wir sind ihrer Einladung gefolgt und statten ihnen einen kurzen Besuch ab. Nach zwei Tagen geht es weiter auf der 40 in Richtung San Martin de los Andes. Dieser schöne kleine Ort erinnert uns ein wenig an die Schweiz und wir legen einen Zwischenstopp ein. Kurz hinter San Martin de los Andes verlassen wir die 40, um auf der 23 Richtung Araukarienwälder zu fahren. Unterwegs finden wir diesen einsamen Autofriedhof. Auf dieser Strecke am Rio Alumine waren wir schon einmal unterwegs. Aber dieses Mal erwischt uns ein heftiger Sandsturm. Um dem Sandsturm einigermaßen zu entgehen, finden wir Zuflucht auf einer Insel im Fluss.
Doch unerwarteterweise fängt es nachts stark an zu regnen und wir flüchten im Dunkeln. Nicht genug, dass wir nachts unsere Zelte abbrechen müssen, wir geraten am Paso de Pino Hachado in den stärksten Sturm auf unserer Reise. Die Windböen sind so stark, dass es unser Auto von der einen Straßenseite auf die andere drückt. Morgen erschien uns die Welt, als wäre nichts gewesen. Wir sind zurück in Chosmalal und fahren zur Farm unserer Freunde. Wir sind wieder zurück in Chosmalal bei unseren Freunden, weil wir haben die Ersatz-Starlink-Antenne an diese Adresse schicken lassen. Aber von Chile nach Argentinien muss sie dann durch den Zoll und da liegt sie jetzt seit 10 Tagen. Wir sind gestern hier angekommen, wir haben heute den 20. März. Ja, jetzt werden wir noch ein paar Tage warten, ob sie kommt. Wir sind da nicht so guter Dinge, weil, ja, unendlich lange warten wollen wir auch nicht, weil das lohnt sich nicht, weil in Deutschland kostet die Antenne 220 Euro momentan und deswegen, ja, besuchen wir nochmal die Freunde, haben noch eine schöne Tour quer durch Argentinien, wieder in Richtung an die Anden gemacht und nutzen jetzt hier die Zeit einfach mal, um ein wenig das Auto aufzuräumen. Ja, in letzter Zeit war das mit dem Aufräumen immer ein bisschen schlecht. Es war entweder Wind oder Sandsturm. Und jetzt haben wir erstmal alles rausgekramt. Ja, der Sandsturm an den Stränden von Argentinien war ziemlich krass. Wie man hier sehen kann, die ganze Garage ist voller Sand. Und wenn man nicht gleich die Luken zumacht, dann ja, ist alles voller Sand. Das Quad hat auch ein paar Damages. Wir haben zwei wahrscheinlich
Koronishas vorne in den Reifen. Die sind beide, verlieren beide Luft. Ja, das werden wir mal alles sortieren und wieder neu einräumen, weil wir haben ja Zeit. Nach 2 Tagen aufräumen und sauber machen, ist es mal wieder an der Zeit, eine Tour zu unternehmen. Wir satteln unser Quad und fahren am Rio Neuquén entlang. War es sehr stürmisch. Aber heute haben wir 30 Grad und wir fahren zum Baden. Oberhalb von Chosmalal gibt es einen Mirador, von dem man einen schönen Blick über den Fluss und die Stadt hat. Dort genießen wir bei einem Glas Wein den Sonnenuntergang und wie hinter uns der Vollmond aufgeht.